begrüßen Sie sehr herzlich, wie immer, Wolfgang Mitschke. Und ich darf auch mitmachen. Und wir haben wieder uns die Spökerkiste vorgenommen, um zu sehen, ob wir Sie noch irgendwie überraschen können. Heute können wir das nicht. Denn wenn wir gleich alles verraten, was wir machen wollen, dann können wir ja Schluss machen. Dann wissen Sie genug, dann können Sie sich alle mal freuen und dann ist es zu Ende. Aber als ich heute das zusammengesucht habe, habe ich festgestellt, bei mir steht noch so ein Heftchen. Und dieses Heftchen hat mit dem Dichter was zu tun, obwohl da keiner drauf kommt, außer mir. Und als ich auch dort war, hat auch keiner gewusst von den anderthalb Leuten, die da die Aufsicht führten, worum das da eigentlich ging. Und das ist die Burg Lauenstein. Und das ist, also wenn Sie gen Süden fahren, Probzella war diese Stelle, der Bahnhof in der DDR noch. Und dann geht es weiter und der nächste, wo dann der Zug meistens hält, heißt Ludwigstadt. Und dann berghoch, konnte auch mit dem Auto fahren, ist Burg Lauenstein. Und jetzt frage ich Sie, welcher deutsche Dichter hat hier gedichtet und gearbeitet, denn er hatte kein Geld. Und er hat den Mann, dem die Burg gehörte, dem hat er versprochen, er dichtet für sich. Aber wenn Leute kommen, die die Burg sehen wollen, dann macht er den Burgführer. Und dadurch hat er den Zimmermiete raus und gegessen wird er auch etwas bekommen haben. Aber jetzt stellt sich ja heraus, ja, wenn ich jetzt dichte, ehrlich gesagt, manchmal mache ich das ja auch, und es klingelt jetzt jemand und will die Burg wiedersehen und die hat 20 Zimmer oder was weiß ich noch mehr. Und da steht alles Mögliche drin von früher, was da gar nicht reingehört, sondern was der Mann sich von den Bauern in der Gegend zusammengeholt hat und meistens gegen Betrug. Und da hätte ich nicht so richtige Lust. Und der Dichter hatte auch nicht die ganz richtige Lust. Aber er hat in einem Buch sehr schön beschrieben, dass das ihm nach einer Zeit langweilig war, aber gleichzeitig auch die Wurzel, sagt man vielleicht, seiner Einfälle war. Denn wenn er da die Leute rumführen musste, war das ja langweilig zu sagen, das ist das und das ist das. Und da war er auf die Idee gekommen und er fand dafür lauter Geschichten, weil die ja gar nicht gar. Und die schönste Geschichte hat mir gefallen, er führte sie zum Brunnen und sagte, hier müssen Sie jetzt mal reingucken und zwar möglichst, also hier von dieser Stelle an. Und dann sehen Sie, wenn Sie jetzt ganz genau reinsehen, da liegen zwei Skelette. Und die sind verbunden durch irgendeinen eisernen Reifen oder was weiß ich. Und dann haben die Leute alle in den Brunnen geguckt. Und dann hat er die Einzelnen gefragt, haben Sie es gesehen? Sehen Sie das? Sehen Sie es? Ja. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja. War dann gar nicht. Das waren auch immer ein paar Schlaue dabei, die haben gesagt, nee, ich sehe das, die zwei Skelette sehe ich nicht. Und dann hat er gesagt, Sie stehen ja auch ein bisschen falsch, Sie müssen jetzt mal rumgehen um den Brunnen und dann nochmal gucken, dann wird das was. Und dann haben die Leute gesagt, ja, da liegen sie. Und die wollten nur, das hat er selbst mitgeschrieben, die wollten ihm loswerden, damit er nun nicht dauernd wegkam. Wo sehen Sie die Skelette da oben? Ja. Im besten Willen. Und das hat er also so ausgeübt. Da haben zwar diejenigen, die das eigentlich machen sollten, gesagt, also das finden wir nicht so gut, aber er hat sich das eben nicht rausreden lassen. Der war ein guter Unterhalter und ich habe sogar ein Bild noch gefunden von ihm. Den, so, jetzt sehen Sie mich nicht mehr, sondern jetzt sehen Sie den Kopf von diesem Dichter, den eigentlich jeder kennt, bloß genau weiß er auch nicht drüber Bescheid. Also der war auf jeden Fall mal Burgführer auf Burg Lauenstein. Und nun werden Sie aber sagen, wer ist es denn nun wirklich? Ich glaube nicht, dass viele das herausbekommen haben, wer es ist.
Aber es steht dabei, selbst wenn ich es vergessen hätte, das wäre vor 1929, da ist er gerade nicht beim Dichten, sondern wenn Sie genau hingucken, er ist beim Malen. Der war auch 1929 noch ziemlich arm. Seine Frau hat geschrieben, er hatte ja noch nicht mal Staffelei oder irgendwas, sondern er malte auf dem Waschtisch. Er ist damals aber auch nicht viel älter geworden, ist 1934 schon gestorben. Ja, das sucht also, sich keiner aus. Also das stimmt. Ja, wer war es denn wirklich? Also ich werde es Ihnen sagen, das hier ist ein Bild von einem Hans Bötticher. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich noch besinnst. Wir haben hier schon gesessen und haben über seinen Vater referiert. Ja. Georg Bötticher. Ja, der war ja auch Dichter. Ja, und war aber eigentlich vom Beruf mehr Maler. Maler, ja. Denn er hat damit sein Geld verdient. Allerdings nicht Bilder zu malen von irgendwelchen Landschaften, sondern er war ein Musterzeichner. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Er hat um 1920 und davor auch schon, und seine Frau nebenbei auch, die haben beide Geld verdient, sie haben Tapeten gezeichnet. Also heute, glaube ich, wenn du losgehst und willst eine Tapete haben, wird die nicht mustergezeichnet sein, sondern da war einer da und hat mit Pinsel überall ein paar Punkte gemacht. Und das war's. Aber in dieser Zeit des Historismus und vor allen Dingen dann des Jugendstils war es eben üblich, so irgendwelche Schlinggewächse zu malen. Und das machten die beiden. Und die Frau machte das auch als Stoffmuster und so. Davon lebten sie. Bötticher. Und er war auch nebenbei Dichter. Ihn kannte beinahe jedes Kind in Deutschland. Sogar ich. Nicht damals, nein, aber als ich den Bücherschrank meines Vaters zum ersten Mal aufmachte und nachguckte, da waren solche ganz abgerissenen Hefte da, die nicht gut aussahen. Aber sie waren alle mit bunten Bildern und sehr schönen Geschichten. Von Georg Bötticher nicht allein, sondern, wir haben ja neulich über Theodor Fontane referiert und erzählt und müssen dazu sagen, der Georg Bötticher schrieb sich sogar Briefe mit Fontane. Er war also ein angesehener Mann. Er war der Herausgeber des Auerbachschen Kinderkalenders. Und eine Familie, die etwas für ihre Kinder tat, kaufte den Kinderkalender, denn den gab es 20, 30 Jahre. Die Faschisten haben dann den einstellen lassen, denn der passte ihnen nicht. Und das war auch gut so. Denn sonst hätte der Auerbachsche Kinderkalender vielleicht auch nur noch gedient, was für die Nazis zu tun. Und jetzt kommt das Tollste, dieser Burgführer war ja nicht lange da, heißt nicht Bötticher, sondern er hat um 1920 einen Namen sich zugelegt, mit dem man nicht viel anfangen kann, den man aber, wenn man einmal gehört hat, sofort wieder erkennt. Das hier ist Joachim Ringelnatz. Und er hat gesagt, Ringelnatz wäre in der Sprache der Seeleute ein Seepferdchen. Und dann war ihm noch irgendeine Ausrede eingefallen. Und unter der trat er auf und gab er seine Bücher heraus. So, das wäre schon mal eine ganze Menge. Das ist ein echter Sachse aus Wurzen. Bei Leipzig. Ja, wo der Keks herkommt, vermutlich, oder irgendwas war's. So, und du kennst dich ja mit ihm besonders gut aus. Ja, ich habe ihn natürlich auch leidenschaftlich gelesen. Er war ja vor allen Dingen Lyriker und hat zum Teil recht freche Gedichte gemacht, aber auch manchmal besinnliche und auch kritische, zeitkritische Gedichte gemacht. Und da habe ich natürlich auch ein nicht so dickes Buch wie du, aber ich habe eine kleine Sammlung, die heißt Überall ist Wunderland. Und das darüber, ist ein Gedicht und von darüber ihm. Darüber gibt es auch ein Gedicht und das wollte ich Ihnen gern vorlesen. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, auf das Seepferdchen. Das ist hier wunderbar auf dem Schutzumschlag noch in Bezug auf den Namen des Dichters gebracht.
So, und dann geht es also los. Überall ist Wunderland. Überall ist Wunderland, überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfenband, wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit, Kinder werden Väter. 5 Minuten später stirbt sich, was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Wenn du einen Schneck behauchst, schrumpft er ins Gehäuse. Wenn du ihn in Cognac tauchst, sieht er weiße Mäuse. Ja, diese merkwürdigen Gedichte sind ja eigentlich nur deshalb merkwürdig, weil plötzlich eine Pointe kommt, mit der man nicht rechnet. Und das, was man eigentlich vielleicht erwartet, ich weiß es ja nicht, bin ja nicht alle Leser, das kommt nicht. Mhm. Und dieses Lavrieren zwischen dem, was meine Fantasie mir sagt und was ich sehe, das hat er also hervorragend gekonnt. Wenn du sagst, Lyriker, ist das so eine Sache. Viele haben den nicht als Lyriker gesehen, sondern das trifft die Sache, glaube ich, eher, wenn man alles liest, was er geschrieben hat. Das ist nebenbei ein Buch, in dem alles drin ist, was es von ihm überhaupt jemals gab. Dann stellt man fest, ja, so einfach mit lustigen Gedichten oder irgendwelchen Scherzen, die er da macht, über Strumpf von seiner Tante und was weiß ich. Ich habe da Schwierigkeiten gehabt. Schon, ich habe das gelesen als Schüler, ohne dahinter zu steigen, was da eigentlich los ist. Aber es war manches für mich gruselig. Manches war zum Lachen. Ja, sehr vieles, denke ich mal. Ja, oder zum Schmunzeln. Mhm. Also die beiden Ameisen, die wollten nach Australien reisen, ist, glaube ich, da auch in dieser. Genau. Und die gingen von Hamburg her, aber in Wandsbek oder irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie das Dorf heißt, da taten ihnen die Beine weh, heißt es, glaube ich. Ja, genau. Und dann verzichteten sie klug und weise auf den Rest der Reise. So, das ist also was, das ist ein wunderschönes Gedicht für jemanden, der sich vornimmt und macht was ganz Großes, aber kurze Zeit später ist schon wieder aus damit. Und das sind die Gedichte, die einem natürlich hängen bleiben. Und deswegen war ich wieder erschrocken, als ich irgendwann in den letzten 14 Tagen in einem Dokumentarfilm gesehen habe, die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten gleich 1933. Ja. Und plötzlich wurde mir wieder klar, die Bücher von Joachim Ringelnatz sind von den Faschisten da in den Scheiterhaufen geworfen worden. Jetzt wird man sagen, na gut, mit den paar Ameisen da und mit der Tante Strumpfenband könnte es doch wohl nicht sein. Aber den Faschisten war etwas aufgefallen, dass er manchmal dichtete, dass man da nicht so dahinter kam. Man musste nachdenken und nachdenken wollten die ja nicht über Literatur. Die Leute sollten sich da amüsieren oder froh sein, dass sie so was Schönes über den Krieg lesen, aber doch nicht Ringelnatz. Also als ich das erste Mal gelesen habe, war ich sehr erstaunt und habe gesagt, was haben die denn gegen den gehabt? 1933 haben die dem ein Auftrittsverbot verweigert. Das heißt, er durfte nicht mehr auftreten. Und das war für ihn sehr schwierig, finanziell, das werden Sie gleich merken. Und in Dresden holte man ihn mit der Polizei von der Bühne. Denn er hatte sich darauf eingelassen. Seit 1920 ungefähr las er seine Gedichte öffentlich. Er trat als Redner oder als Dichter auf, immer im Matrosenanzug, weil er sich ja nicht mehr Hans Bötticher nannte, sondern er hieß Joachim Ringelnatz. Und das war, wie ich schon gesagt habe, ein Wort aus der Sprache der Seeleute. Und er war auch vom Wunsch her ein Seemann geworden.
Nicht nur vom Wunsch her. Er ist auch später in der Marine gewesen, im Ersten Weltkrieg. Naja, Seemann. Er wollte unbedingt das werden. Er hat ja nicht nur Gedichte geschrieben, sondern 5 große Bücher über sein Leben. Und im ersten, das ist mir das Liebste, da steht drin, wie er in Leipzig aufgewachsen ist und dass er ein miserabler Schüler war. Und das Ulkige, das ist mir immer aufgefallen, hier ist so ein Bild von ihm. Und er hat tatsächlich in der Schule nicht gezeichnet oder nicht gekonnt und hat auch auf ein Zeugnis bekommen, dass er vollkommen unbegabt im Zeichnen ist. Und er wurde sogar vom Zeichenunterricht befreit. Er konnte in der Zeit spazieren gehen. Was er da für einen Blödsinn gemacht hat, hat er aufgeschrieben. Aber er schrieb tatsächlich, er hätte seit 1920 immer mehr angefangen zu malen. Und er war sehr stolz, er wurde so von der Akademie der Künste in Berlin sogar ausgestellt in der Akademie, obwohl er nie das studiert hatte und nie etwas damit zu tun hatte. Aber es waren eben teilweise sehr merkwürdige Zeichnungen, Gemälde vor allen Dingen, die er auch sofort los wurde. Denn die wurden da aus den Ausstellungen heraus gekauft und für ihn war es ein Glück. Denn das, was da gekauft wurde, war sein Unterhalt. Er hatte kein Geld. Na, ich habe irgendwo gelesen, er hat ja, bevor er zum Dichter aufgetreten ist und in Varietés und so weiter aufgetreten ist, hat er ja in 30 Berufen gearbeitet, also hat überall versucht, sich versucht und Geld zu verdienen. Und darunter eben auch ist er zur See gefahren, richtig, als Seemann. Und hat dann eben auch in der Marine, im Krieg, im Ersten Weltkrieg, in der Marine war er auch tätig. Und wie? Ja, aber du hast ja hier vor dir dieses schöne dicke Buch und da ist der Titel Kuddeldaddel-Du. Ja. Und das ist ja eine seiner Lieblingsfiguren, ein Seemann mit diesem Namen. Ich kann hat er noch, sich selbst ausgedacht? Ich kann ja noch was vorlesen. Ja. Geradezu Kuddeldaddel-Du. Ja, das hat ihn berühmt gemacht. Und da er nun immer in Matrosenuniform auftrat, ja, hat sich das so langsam bei den Leuten verschoben. Er erzählt eben Gedichte aus dem Matrosenleben. Ja. Es war aber kein Matrosenleben, wie man sich das vorstellt. Er hatte seinen Vater überreden müssen, weil er es nicht schafft, das Abitur abzulegen, dass er wollte unbedingt zur See. Und der Vater ist dann mit ihm sogar nach Hamburg gefahren von Leipzig und hat ihm da so eine Stelle, eine Lehrstelle, würden wir heute sagen, besorgt. Und er dachte, es wird wunderbar, da über die Weltmeere zu ziehen und alles zu erleben. Und es war fürchterlich, war es für ihn. Denn es gab dieses Seemannsleben mit Romantik, gab es überhaupt nicht. Das Einzige, was noch romantisch war, als er beerdigt wurde, wurde auf seinen Wunsch La Paloma gespielt. Das wusste ich wieder nicht. Aber das war auch alles. Es erschienen nur noch 9 Personen, die meisten hatten Angst. Die erste, die erschien, war eine berühmte Filmschauspielerin. Kennst du die noch? Nein. Stimmt, wenn du den Namen sagst. Ja, wenn ich den Namen sage. Du wirst dich jetzt täuschen, den sage ich jetzt nicht. Aber wir kommen noch drauf. Von der steht das Häuschen immer noch auf Hiddensee. War es aber lange nicht. Nee, nur zu DDR-Zeiten. Dort, da stand es auch schon. Ja. Und jetzt hat man es wieder neu bemalt. Die kam auch nicht aus Deutschland, die kam aus Dänemark. Deshalb traute sie sich auch gut zu seiner Beerdigung zu gehen. Ein großer Schauspieler, Paul Wegener, war auch noch zur Beerdigung. Aber das war zu der Zeit schon schwierig, denn die wurden alle aufgeschrieben, die da zur Beerdigung kamen. Deswegen waren das bei ihm nur 9. Aber wird ihn nicht mehr gestört haben. Auf jeden Fall steht fest, Kuddeldaddel-Du hatte ein Buch rausgegeben und da hatte er
sozusagen die tollsten Erlebnisse als Seemann, ja, hat er niedergeschrieben. Ja, und mir hat immer gefallen, als er Soldat war, war ja dann beim Ersten Weltkrieg bei der Marine, er hat so schön geschrieben, da habe ich mich immer amüsiert, wenn die Offiziere aussteigen mussten, dann wurde jedes Mal bestimmt, wer den Offizier tragen musste. Und die setzten sich dann auf die Schultern und wurden dann durchs Wasser getragen. Und Ringenert hat geschrieben, dass es immer schon vorher festgelegt wurde, welcher Offizier hinfiel, genau ins Wasser, weil der Soldat ihn nicht mehr tragen konnte. Also alles solche Sachen, die waren natürlich nicht sehr beliebt. Und dann hat er ein Gedichtband geschrieben, Turngedichte. Und diese Turngedichte, ja, muss man sagen, merkwürdig. Also ich hätte es nicht geschafft, ein Gedicht über den Klimmzug zu machen, über Boxen und was. Er hat es gemacht, aber die sind alle sehr merkwürdig. Ich lese auch keins vor, weil das eben manchmal ziemlich hart ist. Aber die Leute haben das nie erkannt. Und damals hat die Monatszeitschrift für Sport und Spiel geschrieben, ja, nicht dieses Buch kaufen. Das ist also von einem, der keine Ahnung hat von Klimmzug und der da irgendwas drüber schreibt, was überhaupt unmöglich ist. Sie sollen das Buch nicht kaufen. Das hat natürlich nicht gewirkt, sondern die Folge war, je später nachher die Zuhörer waren oder Leser, desto mehr haben die sich amüsiert. Also ich weiß, in Halberstadt, wir hatten einen Lehrer, wenn so die letzte Stunde vor den Ferien kam, dann kam der mit so einem schmalen Bändchen, ja, von wegen Turngedichte von Ringelnatz. Und dann lachten wir uns wirklich kaputt, wenn der dann das Boxen beschrieb und nachher aber wo ganz anders landete. Und das war Ringelnatz. Aber er hat, wie gesagt, 5 große Bücher geschrieben. Und vielleicht haben die damals nicht gefallen. Denn er hat geschrieben, über den Weltkrieg fand er ganz gut, weil er bei Cuxhaven irgendwo hatte er plötzlich ein Minensuchboot zu befehligen. Er war schon so ein bisschen Offizier geworden und hat auch dann geschrieben, seine Hauptbeschäftigung war ein Terrarium anzulegen. Also, das wird natürlich einen richtigen Militaristen unheimlich vorgekommen sein, dass der da schreibt, ich habe nicht gekämpft oder bin mit einem Säbel da losgerannt und habe alle umgeschossen. Nein, er hat Schlangen und Kröten alles gesammelt und alle in einen schönen Garten im Terrarium da untergebracht. Das war sein Gang. Er hat aber dann auch bei den Arbeitern, Bauern, nee, wie hieß das, Arbeiter und Soldaten reden. Ja, mit denen ja der Untergang des Wilhelminischen Reiches begann, hat er auch mitgearbeitet. Aber natürlich immer ein bisschen eigentümlich. Die Leute haben gesagt, ja, das ist Dichter, Schriftsteller, alles klar. Aber muss er unbedingt, wenn er da in Arbeiter- und Soldatenrat mitmachen, muss er unbedingt in seine Offiziersuniform kommen? Aber er hat gesagt, wenn ich nicht Offizieruniform habe, mache ich da nicht mit. Und schon war er draußen. Und so ist es wohl ihm immer gegangen. Und dieses Aufmucken und dieses rebellische Sein steckt eben in allen drin. Und das war sicher der Grund für die Faschisten, gleich zu sagen, Schluss. Und damit konnte er auch kein Geld mehr verdienen. Er kriegte nur noch eine Ausreisegenehmigung für einige seiner Vorträge von Gedichten in die Schweiz. Als er wiederkam, war er so kaputt, dass er praktisch zu Hause gestorben ist. Ich würde jetzt gern mal zu Kuddeldaddelu kommen. Ja. Das ist zwar ein etwas längeres Gedicht, aber ich finde es ganz bezaubernd. Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kuddeldaddeldu. Ja, dann haben wir schon alle gelacht, weil wir wussten, was da kam. Genau.
die Springborn, so heißt das Schiff, die Springborn hatte festgemacht am Peterskai. Kuddeldaddeldu jammte an Land. Durch den Freihafen und die stille heilige Nacht um an dem Zollwärter vorbei. Er schwenkte einen Bananensack in der Hand, damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten, wenn er es wagte, ihn anzuhalten. Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden, aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden. Daddeldus Braut liebte die Männer vom Meere, denn sie stammte aus Bayern. Und jetzt war sie bei einer Abortfrau in der Lehre. Und bei ihr wollte Kuddeldaddeldu Weihnachten feiern. Im König von Schweden war Kuddel bekannt als Krakele. Deswegen begrüßte der Wirt ihn freundlich: Hallo, Old Sailor. Daddeldu liebte noch frei herzhafte Reden. Deshalb beschenkte er gleich den König von Schweden. Er schenkte ihm Feigen und 6 Stück Kolibri und sagte: Da nimm du, Affe. Daddeldu sagte nie sie. Er hatte auch Wanzen und eine Masse chinesische Tassen für seine Braut mitgebracht. Aber nun sangen die Gäste Stille Nacht, Heilige Nacht, und da schenkte er jedem Gast eine Tasse und behielt für die Braut nur noch 2. Aber als er sich später mal darauf setzte, ging auch diese vernehmlich noch entzwei, ohne dass sie Daddeldu selbst verletzte. Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold. Sie schrie, er habe sie an die Beine geneckt. Daddeldu zahlte alles in englischem Pfund in Gold. Und das Mädchen steckte ihm Christbaumkonfekt. Still in die Taschen und lächelte hold. Und goss nach Geneva zu dem Gilka mit Rum in den Sekt. Daddeldu dachte da an die wartende Braut, aber es hatte nicht sein sollt. Nun sangen sie wieder so schön und so laut, und Daddeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt, deshalb zahlte er alles in englischen Pfund in Gold. Und das war alles wie Traum. Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum, plötzlich brannte das Sofa und die Tapete, kam eine Marmorplatte geschwirrt, rannte der große Spiegel gegen den kleinen Wirt und die See ging hoch und der Wind wehte. Daddeldu wankte mit einer blutigen Nase, nicht mit seiner eigenen, hinaus auf die Straße. Und eine höllische Stimme hinter ihm schrie: Sieh, Daddel, sieh! Und links und rechts schwirrten die Kolibri. Die Weihnachtskerzen im Pavillon an der Matenderwiese erloschen. Die alte Abortfrau gab sich zur Ruh. Draußen stand Daddeldu und suchte für alle Fälle nach einem Groschen. Da trat die Braut aus der Tür, die Braut, und weinte laut. Warum so spät aus Honolulu käme? Ob er sich gar nicht schäme? Und klappte die Tür wieder zu. Und draußen stand für Damen. Es dämmerte langsam, die ersten Kunden kamen und stolperten über den schlafenden Daddeldu. Ja, das ist natürlich so eine richtige schmalzige Seemannsstory. Ja, aber das war ja auch manchmal ein bisschen an der Grenze. Also ich weiß, dass ein Gedicht habe ich nicht gemocht, ich war vielleicht 12, 13, 14, 15. Ich fand das nicht schön, dass Kuddeldaddeldu auf die Idee kam, sich eine Art Herbarium anzulegen. Und zwar wollte er nicht Pflanzen pressen, sondern Tiere.
Er besorgte sich also Tiere aus Afrika und die kamen dann in die Presse und die wurde zugeschraubt und dann konnten die da drin langsam trocknen. Oh weh. Ja, dann fand ich eben den Schluss nicht schön, dass er eines Tages auch seine Freundin mitbrachte und die auch da drin presste, um sie dann in sein Album zu kleben. Wie, weiß ich auch nicht, aber er wusste das genau. Und solche Sachen sind bei ihm überall zu finden. Also so, dass das richtig lustig wird, ist schwierig. Es ist mir aufgefallen bei diesem Bild von ihm, wo man auch sagt, ja, stürmische See, gut, die ist hier. Und die Leute sind hier auch alle mehr oder weniger schon betrunken. Und die Flaschen rollen rum und die Gläser sowieso und manche fallen schon um. Und dann ist mir aber mal neulich klar geworden, aber wenn ich jetzt hier genau hingucke, hier ist ja so ein Bullauge, so ein rundes Fenster. Und wenn ich da genau hingucke, dann sehe ich, da guckt jemand sich das alles an, was da stattfindet. Das Ganze ist so wie die Welt und der da durchguckt, ist ein Totenkopf. Und da weiß man tatsächlich, aha, das ist nicht alles so lustig gemeint, wie er das aufschreibt. Da steckt immer irgendwas dahinter. Und vor allen Dingen merkt man das bei Gedichten. Er hat ja nun, weil er durch ganz Deutschland, und wir haben gehört, die Schweiz, er war auch in Frankreich. Auch in Paris. Ja, ja, und hat da überall seine Auftritte gehabt. Er hat manchmal über diese ganzen Städte und auch Landschaften geschrieben. Und die sind dann nicht mehr so lustig, sondern die sind immer irgendwie angelegt, dass man sich wundert. Halle an der Saale, 1929. Ich liebe von Professoren nur jede würdevollen, seriösen Herren. Die anderen scheinen mir zu freigeboren und haben sicher einen bösen Kern. Mit den Studenten lässt sich leicht verkehren. Sie sind in Halle so wie anderswo. Und ihre Jugend mag ich nicht entbehren. Wenn die entgleist, gibt's ein Signal, oho. Der Durchschnittsbürger ist durchaus ein Satter. Der Stadtrat ist mir nicht bekannt. Die Straßenbahn ist eine Ringelnatter. Schließlich wird jede Stadt interessant. Als ich Hotelstadt Hamburg mir besah und meine Wünsche dort behaglich kühlte, da war das Postamt, war die Welt mir nah. Auch weiß ich Freunde hier und es geschah, dass ich mich wieder wohl in Halle fühlte. Ja, mit den Studenten konnte er was anfangen, aber Professoren, alles dummes Zeug. Man muss dazu sagen, er hatte ja keine hohe Bildung. Ich würde ja hier nochmal was anderes. Nee, lass mich das noch, ja, nur noch sagen. Er war nicht nur im Zeichnen rausgeflogen, weil er nichts konnte, sondern alles andere war auch nicht viel wert. Und er macht es dann am schlimmsten noch, wenn ich mich an sein Buch erinnere, indem er anfing, auch die Schule zu schwänzen. Und er ging einfach weg, wenn ihm das nicht passte. Und in Leipzig war im Zoo eine Völkerschau. Da waren aus den deutschen Kolonien in südlichen, wie bitte? Afrika. Nein, Afrika waren sie nicht, sondern die waren aus dem Pazifischen Ozean. Dann, da hatten wir ja Samoa und was weiß ich noch für Inseln für Kaiser Wilhelm geschaffen. Und da ging er hin und da war eine Völkerschau aus Samoa und er ließ sich dort in der Zeit, in der er die Schule schwänzte, ließ er sich tätowieren. Ja, am Arm allerdings. Und kam dann stolz zurück. Und als der Lehrer fragte, wo er gewesen war, hat das hingehalten, hat gesagt, ich habe mich tätowieren lassen. Und danach haben sie ihn da rausgeschmissen, haben gesagt, das Herr Bötticher, Sie sind zwar ein guter Dichter für Ihre Kinderkalender, aber Ihr Sohn ist unmöglich. Und der unmögliche Sohn
kam dann, was es damals gab, auf eine Privatschule. Und die nannte man Pressen. Ja, weil da wurde nur geoxt, dass die noch durch die Prüfung irgendwie kamen. Und er kam durch die Prüfung, die man damals einjährig freiwillig nannte. Das heißt, er hatte dann die Reife, eine mittlere Laufbahn bei der Armee zu erreichen. Und das war eben nachher für die Marine gerade noch brauchbar. Aber er selbst hatte keine große Ahnung. Er hat sich als erwachsener Mensch nach vielen, vielen von seinen 30 Berufen hat er sich in München von seinen Freunden, das waren auch als Schriftsteller, hat er sich Unterricht geben lassen, weil er weder die deutsche Literatur kannte, noch ein paar Worte Latein, noch irgendwas, hat er das alles erst noch gemacht. Und die haben das alle hoch anerkannt. Aber damit war er in Kreisen von Leuten, die nicht arbeiten brauchten. Die hatten meistens irgendwie eine große Rente, oder hatten Aktien oder ein Haus oder was weiß ich. Und die schleppten ihn mit durch. Sehr freundschaftlich. Und er war aber, da habe ich immer gestaunt, habe gesagt, guck mal, der hat jeden Blödsinn gemacht und so viele Dummdreistigkeiten in seinen Gedichten. Aber er hat sich über seinen Freund Karl Georg von Maaßen doch sehr gewundert, weil der seinen Weihnachtsbaum anders dekorierte als andere. Er hängt nämlich keine Kugeln und so etwas, sondern lauter nackte Damen. Und da sogar noch dran rummalte, sodass sie besonders schön aussahen. Das fand er nicht so gut. Aber er spielte zum Beispiel mit seinen Freunden im Münchner Fasching auch Kaspertheater. Sie schrieben diese Stücke auch und das war ihr großer Erfolg. Neben ihrer eigentlichen Arbeit. So, du bist dran. Ja, also ich möchte mal was ganz anderes, was mich auch immer so erheitert bei ihm. Gladderadatsch heißt das Gedicht. Es hatte ein Igel sich schickenhaft und blasiert, am ganzen Körper von oben bis unten rasiert, weil er abstechen wollte. Stach wirklich auch ab. Da nahte ein Fuchs, worauf der Igel sich igelartig zusammenrollte, aber der Fuchs verschluckte ihn flugs. Igel bat Fuchsen, ihn doch wieder auszubrechen. Er sei ein Igel und könnte empfindlich stechen. Und mittels bauchrhetorischer Worte sprach der Fuchs, Sie müssen verzeihen, ich hielt Sie für ein kindliches Schwein. Werde nun aber sofort sie befreien. Tja, das war so eins, aber hier haben wir noch viele schöne. Es sind ja auch sehr oft welche, die so ein bisschen klingen wie Fabeln. Ja. Über die haben wir auch schon mal gesprochen. Oder wie so, wie soll man das sagen? Naja, so eigentlich Sinngedichte. Man müsste länger drüber nachdenken. Ich habe hier, es war einmal ein schlimmer Husten, der hörte gar nicht auf zu pusten. Zwar kroch er hinter eine Hand, was jedermann manierlich fand. Und doch hat ihn der Doktor lieben mit Liebensmalzbonbons vertrieben. Merkt sei doch, für ein Gedicht bezahlt mir Herr Lieben nicht. Ein Kehlkopf litt an Migräne und schrie wie eine Hyäne. Er schrie sich wund, doch als ihm niemand zu Hilfe kam und niemand sein Geschrei vernahm, war er auf einmal gesund. Naja, das sind solche Gedichte, die er also viel produziert hat und er hat immer fleißig gearbeitet und ich habe zum Beispiel gestaunt, in unserem Land hat er auch gedichtet, und zwar in Salzwedel, in Amitropa. Er hatte kein Geld, um weiter nach Hamburg zu fahren. Und jetzt müssen wir alle mal überlegen, was würden wir denn nun machen, wenn wir nicht weiter können und haben
keine Chance im Moment. Wir können ja nicht rumgehen von Tisch zu Tisch und mit Topam fragen, ich möchte noch nach Hamburg, können Sie mir mal ein paar Mark geben? Das ging nicht. Aber er hat eine ganz fantastische Idee gehabt, von der er wahrscheinlich heute noch nicht mal weiß, was die für Folgen hatte. Er kam auf die Idee, sich Papierblock zu besorgen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich es genau weiß, aber ich glaube, Rotkäppchen war es. Und er fing an, Rotkäppchen, das Märchen, wieder aufzuschreiben, allerdings so, wie es gar nicht bei den Brüdern Grimm erzählt wurde. Und das machte er durch. Und dann kniffte er das zusammen. Das war für ihn praktisch ein Buch. Und dann schrieb er das wieder ab. Und das machte er nicht nur zwei, dreimal, sondern immer noch einmal, machte auch noch eine Zeichnung dazu. Und schrieb das dann in einem, oder schickte das in einem Umschlag den Leuten, die er kannte, und bat um Geld in die Mitropa von Salzwedel. Und die haben das auch gemacht. Und sie ahnen nicht, was heute so ein Rotkäppchen-Buch von 5 Seiten vielleicht von Ringelnatz kostet. Das kann keiner, wir sind hier eine ganze Menge und haben alle viel Geld. Wir könnten es alle, wenn wir zusammenlegen, nicht bezahlen, weil es eben eine einmalige Sache ist. Er hat das auch gar nicht für voll genommen und hat nur gesagt, ich das weiß, dass ich jetzt drucken oder was. Nein, es war ein Gruß von unterwegs aus Salzwedel und das sollte nichts kosten und er konnte weiterfahren, weil er genug Reisegeld hatte. Also das sind so Ideen, die der hatte. Oder was er gerade unterwegs sah. Man denkt auch, Wunder, was jetzt kommt, aber das ist nicht der Fall. Kassel, die Karpfen in der Wilhelmstraße 15. Man hat sie in den Laden in ein intimes Bassin gesetzt. Dort dürfen sie baden. Äußerlich etwas ausgefranst, abgewetzt, scheinen sie inwendig doch recht lebendig. Sie murmeln, formeln wie die Zauberer, als würde dadurch ihr Wasser sauberer. Sie kauen Mayonnaise stumm im Rüssel und räumen sich gegen den Strich rasiert, sodann geläutert, getötet, erwärmt und garniert auf eine silberne Schüssel. Sie enden in Kommerzienräten, senden die witzigste von ihren Gräten in die falsche Kehle. Und ich denke mir in ihrer Seele, wie eine Kellerasse, die Kniebeuge übt. Ja, und sonst hat mich in Kassel nichts weiter erregt oder betrübt. Also wenn das Gedicht über Kassel ist und er hat nichts weiter im Sinn, als über Karpfen, die verkauft werden soll, in einem Aquarium noch zu sinnieren. Ich habe hier so was Kleines Pikantes. Ja. Ich habe an deiner Brüste, Altar, die Nacht bei dir durchsonnen. Ich träumte unendliche Wonnen im Zauberduft aus deinem Haar. Den Blütenstaub der Jugend am Leib lagst du mit fiebernder Stirne als Fremde bei mir, eine Dirne, und warst ein halb erblühtes Weib. In Tränen sah ich, so heimatfremd, so sündenschön verrinnen, die netzten ein schneeeigenes Linden, das glich einem Totenhemd. Oh, tot. Aber hier auch noch mal so ein kleines. Ja, bitte. Weil du von Reisen sprichst. Er war auch beispielsweise in Riga. Diese wunderschöne Landschaft dort an der See. Und hier schreibt er über Dünenwälder in Riga. Die Kiefernwälder meiner Heimat rauschen ein ernstes, ergreifendes Lied von Einsamkeit und Ewigkeit. Dort habe ich oft meine kindlichen Sorgen still in das traumvolle Moor geweint. Wenn die Sonne scheint, dann flammt und flutet über die Dünen das Abendrot. So goldig, so brennend wie die Sehnsucht, die mich nach fernen Gestaden gelockt.
dann ist es, als wären die Bäume in leuchtendes Blut getaucht. So rot, so glühend, wie das Heimweh, das mich zurückruft. Dem Liede zu lauschen von der Einsamkeit und der Ewigkeit. So, dann müssen wir uns langsam verabschieden. Willst du das ganze Buch noch vorlesen? Nein, aber den Schluss hier noch. Dann ist gut. Was du als richtig empfunden, das sage und zeige oder schweige. Wahr ist der würdig oder stumme, immer bleibt, wem der Schein genügt, wessen Zunge das Herz belügt, feig und falsch oder dumm. Gut. So. Und ich habe trotzdem noch ein Gedicht. Ja, bitte. Denn du hast ja noch nicht gesagt, wie die Schauspieler aus Dänemark hießen. Nee, wie hieß der denn bloß? Asta Nielsen. Jetzt fällt es mir auf. Und das war seine große Freundin. Er hatte für sie sogar ein Stück geschrieben. Das wollte er mit ihr durch ganz Deutschland aufführen. Die hat aber gesagt, nein, macht sie nicht. Dann hat er das ganze Ensemble genommen vom Theater Nordhausen. Na bitte. Ja, aber alle haben geschrieben, das Stück ist, taucht nichts. Das wäre das, was er nicht kann. Über Asta Nielsen. So eine Landschaft gibt's, wo man den bleichen Mond über weiten Ebenen sieht, der glanzlos deutlich durch die Ferne zieht, die, weil sie in uns liegt, wir nie erreichen. Jemand deutete auf eine Dame hin, die die Treppe scheuerte. Er beteuerte, sie sei eine Königin, und ich wollte Klarheit, fragte sie, ob sie das sei, was jener dachte. Und sie sagte, nein, scheuerte und lachte. Zu der großen Künstlerin kam ein Verehrer, schenkte ihr ein schweres Stück Gold. Sie gab es freundlich ihm zurück. Danke, wie ein gütiger und weiser Lehrer. Man verwundete und scheuchte sie, böse oder dumm belehrt, gezielt. Töten konnte man sie nie, weil sie einfach Mensch ist und weil sie es auch bleibt, wenn sie Theater spielt. Blicke lange ihr ins Gesicht und dann denke nicht ihrer, sondern deiner selbst und sprich, lange du mit mir über dich. Gar nichts von diesen Dummheiten, über die wir uns amüsieren, aber ein großer Dichter ist er gewesen. Und Asta Nielsen hatte ein Haus auf der Insel Hiddensee, ja, das steht heute noch da, es ist wieder restauriert. Und das heißt das Karussell. Und da ist er sehr oft gewesen und deshalb auch dieses Gedicht, das ja nicht das für das große Publikum war, sondern mehr oder weniger für sich. Und damit möchten wir Ihnen Mut machen, wenn Sie irgendwo in die Bibliothek kommen oder vielleicht gibt es auch wieder gerade gedrucktes, das ist hier ein gedrucktes, sämtliche Werke. Kuddel, daddel, du. Oder überall ist Wunderland. Von Joachim Ringelnatz. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiederhören und sehen.